Nach der Darstellung der Regularien und Richtlinien beim Betrieb von Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen wollen wir uns nun mit den technischen Aspekten der Kraft-Wärme-Kupplung beschäftigen. Hier ist ein Blockschaltbild eines Blockheizkraftwerkes zu sehen, das mit Erdgas betrieben wird. Der erste Teil entspricht einem Gaskraftwerk oder einer Gasturbine, dass Frischluft angesaugt wird, mit dem Brennstoff, dem Erdgas vermischt wird, in der Brennkammer verbrannt wird. Das heiße Abgas treibt eine Turbine an, die über einen Generator Strom erzeugt. Das Abgas, das heiße Abgas nach Austritt aus der Turbine, wird nun in einen Wärmetauscher geleitet und die Wärme des Abgases wird übertragen auf ein Heizmedium, in der Regel auf Wasser. Das heißt, kaltes Wasser wird in den Wärmetauscher gegeben. Das Wasser nimmt die Wärme aus dem heißen Abgas auf, erwärmt sich dadurch, sodass es dann nach dem Durchlauf durch den Wärmetauscher heißes Wasser vorliegt, das nun in einer Heizungsanlage, in einem Wärmespeicher genutzt werden kann. Und das Abgas, was sich weiter abgekühlt hat, wird dann an die Umgebung abgegeben. Was man nun erhält, ist die Kopplung von Kraft und Wärme, dass die Turbine gemeinsam mit dem Generator zum einen Strom erzeugt, also elektrische Energie, und man gleichzeitig Heizenergie oder Wärmeenergie bekommt durch den Wärmetauscher, durch die Nutzung der im Abgas vorhandenen Wärme, die an ein Medium, in dem Fall das Wasser, übertragen wird. Ein ähnliches Konzept liegt bei Dampfkraftwerken vor, bei denen nicht nur der Strom genutzt wird, sondern die Abwärme nach dem Durchlauf durch die Turbine genutzt wird, um damit ein Nahwärmenetz zu speisen. Auf der linken Seite zu erkennen ist der Dampfkreislauf eines Dampfkraftwerkes mit dem kalten Wasser, das durch den Kessel läuft, durch einen Verbrennungsprozess von Kohle verdampft wird, der Heißdampf durch eine Turbine läuft, die Turbine antreibt. Die Turbine wiederum treibt den Generator an, der den Strom erzeugt und ins Stromnetz einspeist. Und dann erfolgt nach Durchlauf des Heißdampfes durch die Turbine eine Wärmeübertragung in einem Wärmetauscher, das in einem geschlossenen Kreislauf kaltes Wasser in den Wärmetauscher geführt wird. Der Heißdampf seine Wärmeenergie überträgt an das kalte Wasser in dem Wärmenetz. Das Wasser wird erhitzt und in einen Heißwasserspeicher geführt, der dann ein Quartier, eine Stadt versorgen kann mit einer heißen Vorlauftemperatur, in das Heizungssystem läuft und dann abgekühlt rückläuft in den Heißwasserspeicher, sodass es dann auf der rechten Seite ein geschlossenes Wärmesystem gibt und im Kraftwerk selber nach der ersten Abkühlung im Wärmetauscher eine weitere Kondensation erfolgt, um das Wasser dann dem Dampfkreislauf wieder zuzuführen. Auch in diesem Fall haben wir eine Kraft-Wärme-Kupplungsanlage, da wir zum einen Strom im Generator erzeugen durch den Heißdampf, der die Turbine antreibt, und wir gleichzeitig die Wärmenutzung beobachten, indem die Wärmeenergie, die in dem Heißdampf gespeichert wird, an das Fernwärmenetz oder Nahwärmenetz übertragen und damit diese Wärmenutzung können zur Erhitzung von Wasser, für die Warmwasserversorgung oder in einer Heizungsanlage verwenden können, sodass wir eine gleichzeitige Nutzung von elektrischer Energie und Wärmeenergie haben. Es gibt einige technische Kennzahlen von Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen, die genutzt werden zur Beschreibung der elektrischen und thermischen Eigenschaften dieser KWK-Anlagen. Eine zentrale Zahl ist die leistungsbezogene Stromkennzahl, abgekürzt S. Die ist das Verhältnis aus der elektrischen Leistung einer KWK-Anlage bezogen auf die Nutzwärme, also Q-Punkt-Nutz, das heißt also die Nutzwärmeleistung. Umgekehrt kann die leistungsbezogene Wärmekennzahl definiert werden als Verhältnis der Nutzwärme, Energie oder Nutzwärmeleistung, in dem Fall Q-Punkt, also die Leistung
der nutzbaren Wärme bezogen auf die elektrische Leistung, die die KWK-Anlage hat. Man erkennt sofort, dass die Wärmekennzahl der Kehrwert der Stromkennzahl S ist. Dann gibt es noch die drei Wirkungsgrade der KWK-Anlage, den thermischen Wirkungsgrad, den elektrischen Wirkungsgrad und den Gesamtwirkungsgrad. Der thermische Wirkungsgrad, eta TH, das ist das Verhältnis der Nutzwärmeleistung oder Nutzwärmeenergie, hier wieder die Leistung der Nutzwärme bezogen auf die Brennstoffleistung, das heißt die Leistung oder die Energie, die zugeführt wird in die KWK-Anlage, also Q-Punkt-Nutz dividiert durch W-Punkt des Brennstoffs. Der elektrische Wirkungsgrad entsprechend ergibt sich aus dem Verhältnis der elektrischen Leistung PEL dividiert durch die Brennstoffleistung W.BR und der Gesamtwirkungsgrad des Systems eta Gesamt ist die Summe aus dem thermischen Wirkungsgrad und dem elektrischen Wirkungsgrad. Das heißt natürlich, wir haben die Q.Nutz plus die elektrische Leistung, also die thermische Leistung plus die elektrische Leistung, dividiert durch die Brennstoffleistung, die dem System zugeführt wird. In der folgenden Tabelle sind typische Kennzahlen von unterschiedlichen Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen dargestellt. Wir haben auf der linken Seite die verschiedenen Arten der KWK-Anlagen, ein Blockheizkraftwerk, den Gasmotor mit Abhitzenutzung, Dampfkraftwerke, ein GUD, also Gas- und Dampfheizkraftwerk und eine Brennstoffzelle. Angegeben sind die leistungsbezogene Stromkennzahl S als dem Verhältnis der elektrischen Leistung bezogen auf die thermische Leistung. Wir haben den elektrischen Wirkungsgrad als dem Verhältnis der elektrischen Leistung bezogen auf die Brennstoffleistung und der Gesamtwirkungsgrad als Summe aus dem elektrischen und thermischen Wirkungsgrad der KWK-Anlage. Klassisches Blockheizkraftwerk, das mit Erdgas betrieben wird, es hat typischerweise leistungsbezogene Stromkennzahlen im Bereich von 0,3 bis 0,8. Das heißt, dass das Blockheizkraftwerk mit Gasmotor produziert mehr und hat eine höhere thermische Ausgangsleistung als eine elektrische Ausgangsleistung. Der elektrische Wirkungsgrad liegt typischerweise im Bereich von 25 bis 35%, kann im Einzelfall auch etwas höher liegen. Gesamtwirkungsgrad dieses Systems liegt bei 80 bis zu 95%. Bei einem Dieselmotor, der das Blockheizkraftwerk antreibt, also ein fossiler, flüssiger Treibstoff, leistungsbezogene Stromkennzahl bei 0,6 bis 1,2. Das heißt, es gibt auch BHKWs, bei denen mehr Strom oder eine höhere Stromausgangsleistung als eine thermische Ausgangsleistung vorliegt. Der elektrische Wirkungsgrad bei 40 bis 45%, Gesamtwirkungsgrad ähnliche Größenordnung 85 bis zu 98%. Bei Dampfheizkraftwerken zeigt sich, abhängig von der Art des Kraftwerks mit Gegendruckturbine oder einer Entnahmekondensationsturbine, bei der leistungsbezogenen Stromkennzahl kleiner 1 oder sogar deutlich über 1. Der elektrische Wirkungsgrad liegt in der Größenordnung von 20 bis 35 oder bis 36%, also klassische Werte oder typische Werte für Dampfheizkraftwerke. Der Gesamtwirkungsgrad liegt im Bereich von bis zu 90% bei den Gegendruckturbinen. Dann haben wir noch den Typ der GUD-Heizkraftwerke, die auch wieder in Abhängigkeit einer Gegendruckturbine oder Entnahmekondensationsturbine entsprechende Stromkennzahlen aufweisen mit entsprechenden Wirkungsgraden im Bereich, Gesamtwirkungsgraden insbesondere im Bereich von bis zu 90%. Und dann als weitere Kraft-Wärme-Kopplungsanlage der Brennstoffzelle, die Wasserstoff nutzt, um diesen zu verstromen, also auch als Speichersystem genutzt werden kann, um Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff und diesen Wasserstoff in einem späteren Schritt wieder verstromen kann, umwandeln kann. Dies führt dazu, dass die Brennstoffzelle zum einen Strom erzeugt. Dieser Strom ist auch der Hauptnutzen der Brennstoffzelle. Gleichzeitig entsteht aber auch Abwärme bei der Rückverstromung, sodass die leistungsbezogene Stromkennzahl
deutlich über 1 liegt, man die Abwärme aber dennoch im Rahmen der Kraft-Wärme-Kupplung nutzen kann. Elektrischer Wirkungsgrad bei 40 bis 60% einer typischen Brennstoffzelle, Gesamtwirkungsgrad 75 bis ungefähr 83%. Wie sieht nun die Lastgangregelung einer Kraft-Wärme-Kupplungsanlage aus? Unten sind drei Arten des Betriebs dargestellt. Wir haben die Leistungsregelung, den getakteten Betrieb eines Aggregats oder einer Kraft-Wärme-Kupplungsanlage, die aus mehreren Aggregaten, in diesem Fall aus drei Aggregaten besteht. Nötig ist die Möglichkeit zur Lastgangregelung, da die Nachfrage nach Strom bzw. nach Wärme zeitlich nicht konstant ist und es daher nötig ist, dass die KWK-Anlage die Ausgangsleistung variieren kann, abhängig von der Stromnachfrage oder dem Wärmebedarf. Auf der linken Seite dargestellt eine sortierte Jahresdauerlinie in grün. Das stellt den Strombedarf bzw. den Wärmebedarf in einem bestimmten Zeitintervall, typischerweise innerhalb eines Jahres, dar. In blau dargestellt jetzt eine Leistungsregelung, das heißt eine Kraft-Wärme-Kupplungsanlage, die in der Lage ist, in einem gewissen Bereich ihre Ausgangsleistung zu reduzieren. Das heißt, die Anlage läuft in diesem Fall auf Nennleistung und kann dann ihre Ausgangsleistung reduzieren und sich dem Bedarf anpassen. Die noch grün markierten Bereiche müssen dann über ein weiteres System erzeugt werden, bei Heizungsanlagen typischerweise über einen Heizkessel, der zusätzlich den Energiebedarf deckt. Der blau markierte Bereich wird dann über die Kraft-Wärme-Kupplungsanlage bereitgestellt. Es gibt dann als weiteren Betrieb den getakteten Betrieb, das heißt, die Anlage wird in zwei Zuständen betrieben. Entweder sie speist mit Nennleistung ein, Strom oder Wärme, oder sie ist abgeschaltet. Das heißt, um dann einem Verlauf einer Last zu folgen, kann die Anlage getaktet betrieben werden. Das heißt, sie wird bei geringerer Last als der Nennleistung des Systems wird sie ausgeschaltet oder wieder eingeschaltet für einen kurzen Zeitraum, um diesen Bedarf zu decken. Insbesondere im Wärmebereich lässt sich dieser Betrieb so regeln, da die Wärme ein trägeres Medium ist und daher zwischengespeichert werden kann, also in den Bereichen, wenn die Last geringer ist als die Nennleistung, lässt sich über diesen getakteten Betrieb einen Wärmespeicher füllen, der dann genutzt werden kann, wenn die Kraft-Wärme-Kupplungsanlage abgeschaltet wird. Dies ist eine typische Betriebsart für Blockheizkraftwerke, die im Normalbetrieb unter der normalen Bedingung nur die Zustände eingeschaltet bei Nennleistung oder ausgeschaltet kennen und nur eingeschränkt typischerweise im Teillastbereich arbeiten, da der Betrieb im Teillastbereich dazu führt, dass der Wirkungsgrad des Blockheizkraftwerks signifikant sinken kann. Eine weitere Art des Betriebs ist es, dass das Blockheizkraftwerk, dass die KWK-Anlage aus mehreren kleineren Teilaggregaten besteht, sodass bei niedriger Last, niedrigem Bedarf nur ein Aggregat eingeschaltet wird. Steigt die Last an, wird das zweite Aggregat zugeschaltet, bei noch höherer Last dann in dem Fall das dritte Aggregat. Die Länge der Balken stellt die Laufzeit dar. Bei noch höherer Last ergibt sich, dass das System diese Last nicht mehr tragen kann. Dort braucht es dann ein weiteres System, um diese Energie, Strom oder Wärmeenergie bereitzustellen. Aber durch diese drei Teilaggregate lässt sich ein großer Bereich der Strom- oder der Wärmelast abdecken, sodass dies ein sehr flexibles System ist, um in einer Kraft-Wärme-Kupplungsanlage die Stromlast oder die Wärmenachfrage zu decken. Welche Betriebsweisen lassen sich nun bei Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen unterscheiden? Man unterscheidet zwischen dem stromorientierten Betrieb und dem wärmeorientierten Betrieb. Stromorientierter Betrieb bedeutet, dass die Auslegung, die Auswahl, Planung, Betrieb dieser Kraft-Wärme-Kupplungsanlage nach dem elektrischen Bedarf gerichtet wird. Die Wärme, die Abwärmenutzung ist eine zusätzliche Energiequelle, die aber nicht primär genutzt wird. Die Wärme kann in einen oder der Wärmeüberschuss wird in einen Wärmespeicher geführt. Ungenutzte Abwärme wird an die Umgebung abgegeben, was natürlich dazu führt, dass der Wirkungsgrad der Anlage sinkt. Aber der Hauptbedarf ist die Deckung der Stromnachfrage, sodass im stromorientierten Betrieb die Wärme
in der Regel über Speicher- oder Spitzenlastkessel im Wärmebereich kompensiert wird. Beim wärmeorientierten Anlagenbetrieb ist es genau umgekehrt. Da erfolgt die Auslegung, die Auswahl und der Betrieb dieser Kraft-Wärme-Kupplungsanlage nach dem thermischen Bedarf. Das heißt, in dem Fall wird sich die thermische Last angesehen, analysiert und dort entsprechend eine Kraft-Wärme-Kupplungsanlage genutzt. Und der Strom, den die KWK-Anlage erzeugt, wird entweder eigenverbraucht oder eingespeist. Eine Unterdeckung des Stroms wird dadurch ausgeglichen, dass der Strom aus dem öffentlichen Stromnetz genutzt wird. Der Hauptnutzen der KWK-Anlage ist aber der Wärmebedarf oder die Deckung des Wärmebedarfs. Und der Strom ist eine zusätzliche Energiequelle, die genutzt werden kann oder über die Einnahmen generiert werden können, um den Gesamtwirkungsgrad des Systems natürlich zu erhöhen. Das Ziel ist in beiden Fällen das Erreichen einer hohen Volllaststundenzahl, damit sich die Investition in die Anlage schnellmöglichst amortisiert. Typischerweise geht man davon aus, dass für einen wirtschaftlichen Betrieb einer Kraft-Wärme-Kupplungsanlage, also insbesondere der Blockheizkraftwerke, ungefähr 6.000 Vollerstunden benötigt werden. Das heißt, die Anlage sollte in einem Jahr ungefähr 6.000 Stunden unter Volllast einspeisen, unabhängig davon, ob es jetzt um den stromorientierten oder wärmeorientierten Betrieb geht. Liegen die Vollerstunden deutlich unter dieser Vorgabe, dieser Kennzahl von 6.000, ist ein wirtschaftlicher Betrieb in der Regel kritisch. Umgekehrt, je größer diese Vollerstundenzahl ist, desto wirtschaftlicher ist das System natürlich. Als typische Kennzahl hat sich aber herauskristallisiert, dass 6.000 Vollerstunden pro Jahr ein guter Kennwert sind, um damit eine Kraft-Wärme-Kupplungsanlage auszulegen. Wir wollen uns nun ansehen, wie die Auslegung eines Blockheizkraftwerkes erfolgt. Auf der linken Seite haben wir exemplarisch die Last eines Unternehmens dargestellt über das Jahr. Wir haben auf der X-Achse die Monate dargestellt und auf der Y-Achse die Leistung und die Werte der Leistungsmessung der elektrischen Last von 0 bis 100 Kilowatt. Also man erkennt in diesem Unternehmen als exemplarisches Beispiel, dass die Werte stark variieren. Wir haben im Winter eine höhere elektrische Last als in den Sommermonaten. An sich sind diese Werte stündlich erfasst worden, sodass sich daraus dieses heterogene Bild ergibt bei der Leistung. Die Frage ist nun, wie kann nun vorgegangen werden, um das Blockheizkraftwerk auszulegen und zu definieren, welche elektrische Leistung das Blockheizkraftwerk haben sollte. Was wird dazu gemacht? Man nimmt die Einzelwerte aus der Leistungsmessung und sortiert sie nach der Größe und erhält daraus eine geordnete Jahresdauerlinie, wie auf der rechten Seite dargestellt. Das heißt, wir haben auf der X-Achse die Stunden des Kalenderjahres bis zum Maximum von 8.760 Stunden. Und wir bekommen nun den Verlauf mit dem Maximalwert bei 100 Kilowatt und dann entsprechend fallend bis zum Minimalwert. Man kann in diesem Diagramm natürlich nun ablesen, wie viele Stunden in einem Jahr liegt eine bestimmte Last an. Unser Ziel ist nun, dass das Blockheizkraftwerk die Grundlast abdeckt. Die Definition der Grundlast ist, oder der Zeitraum, ist, dass in einem betrachteten Zeitintervall 2/3 der Zeit entspricht der Grundlast. Das sind ziemlich genau die Definition der 6.000 Stunden. Da kommt dieser Kennwert her für die Blockheizkraftwerke. Umgekehrt aus der Definition sind 2/3 des Maximalwerts oder der Maximallast entspricht der Spitzenlast. Das wäre jetzt in dem Fall ungefähr dieser Wert her. Das heißt hier oben, das hier entspricht der Spitzenlast. Und der Bereich zwischen der Spitzenlast und der Grundlast, das wird als Mittellast bezeichnet. Das Blockheizkraftwerk soll nun die Grundlast abdecken. Das heißt, man prüft in dem Diagramm bei 6.000 Stunden, welche Leistung liegt an. Das sind in dem Fall ungefähr 17 Kilowatt. Das heißt, man kann hier ablesen, wenn wir ein Blockheizkraftwerk in das Unternehmen integrieren würden, mit einer elektrischen Leistung von 17 Kilowatt, würde das die Grundlast des Unternehmens abdecken und entsprechend bereitstellen können. Der übrige Bereich dieser Jahresdauerlinie, die Flächen unter der Kurve, schraffiert dargestellt, die müssten von
einem anderen System bereitgestellt werden oder im Fall des Stromverbrauchs aus dem Stromnetz bezogen werden. Bei ähnlicher Betrachtungsweise mit Wärmelast würde sich ergeben, dass ein Blockheizkraftwerk diese Wärmegrundlast in grün markiert bereitstellen würde und das rotschraffierte müsste dann über einen zusätzlichen Heizkessel erzeugt werden, weil das Blockheizkraftwerk nicht in der Lage ist, diesen Energiebedarf ebenfalls zu decken. Das heißt also, ein grundsätzliches Vorgehen, man hat die Lastgangmessung, im Strombereich liegen diese Werte in der Regel vor, auf Viertelstundenbasis. Im Wärmebereich ist das nicht immer der Fall, das hängt stark vom Unternehmen ab, von dem Nutzer ab. Es wird in dem Fall immer eine Übertragung zu einer sortierten Jahresdauerlinie vorgenommen, um dann daraus abzulesen, wie groß das Blockheizkraftwerk sein muss, welche Leistung es haben muss, um dann alle weiteren Schritte bei der Planung. Welche Hürden gibt es nun beim Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen? Zum einen führt der Ausbau der Wärmedämmung bei Gebäuden dazu, dass es eine Reduktion des Bedarfs von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gibt. Es fehlen sogenannte Wärmesenken. Wenn der Wärmebedarf von Gebäuden sinkt, sinkt auch die Leistung, die Grundlast, die ein Blockheizkraftwerk abdecken müsste. Dort werden dann in der Regel andere Systeme, wie zum Beispiel Wärmepumpen, eingesetzt. Und die Attraktivität von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Fall einer Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser sinkt. Gleichzeitig erfolgt durch den Ausbau der erneuerbaren Energiesysteme, insbesondere Photovoltaik und Wind, dazu, dass es einen geringeren Bedarf an Kraft-Wärme-Kopplungsstrom gibt. Auch das beobachten wir in Deutschland, dass wir mittlerweile 50% des deutschen Stroms aus regenerativen Energiequellen gewinnen, sodass der Bedarf an Strom aus Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen sinkt, weil der Strommix schon geringere CO2-Emissionen aufweist. Und schließlich als drittes Problem ist, dass die Investitionen in große Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen relativ unwirtschaftlich sind, dann neben dem Blockheizkraftwerk oder der Kraft-Wärme-Kupplungsanlage auch immer noch ein Wärmenetz benötigt wird, ein Nahwärmenetz oder sogar ein Fernwärmenetz. Dies lässt sich im Nachgang bei bestehenden Quartiersstrukturen nur sehr aufwendig realisieren, dieses Netz zu integrieren, aufzubauen, sodass das zu sehr hohen Kosten führt und die Attraktivität der Einrichtung einer Kraft-Wärme-Kupplungsanlage senkt. Dennoch in Einzelfällen, in einzelnen Regionen, in Quartieren, in Neubaugebieten insbesondere, kann die Installation von Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen eine sehr attraktive Alternative sein zur Wärme- und auch Stromversorgung. Es muss aber immer eine Einzelfallprüfung erfolgen, ob sich solche Investitionen lohnen. Und insgesamt führt das dazu, dass der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung nicht so schnell vorangeht, wie er technisch möglich wäre, weil wirtschaftliche Gründe an vielen Stellen dagegen sprechen. Wenn man sich die Entwicklung der Strom- und Wärmeerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung in Deutschland ansieht, so zeigt sich bei der Unterscheidung nach den Energieträgern, dass der Ausbau abhängt von der Art des Energieträgers. Dargestellt in dem Diagramm ist die Situation 2008 und 2018 aus Daten der AGEB. Zu erkennen ist, dass der hauptsächliche Anteil aus Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen gasbasiert ist, also hauptsächlich Erdgas als Energieträger nutzt. Und dann sich zeigt, dass der Strom angestiegen ist, der Wärmeanteil relativ konstant geblieben ist bei beiden, in den beiden betrachteten Jahren und wir ungefähr in Summe 150 Terawattstunden an Strom- und Wärmeenergie erzeugt haben durch gasbasierte Kraft-Kupplungsanlagen. Im Steinkohlebereich ist die Energiemenge leicht gesunken, das heißt also Kohlekraftwerke, die Abwärme nutzen, um damit ein Fernwärmenetz zu speisen. Die Mengen sind gesunken durch die Reduktion der Kohlekraftwerke in Deutschland, entsprechend bei der Braunkohle ebenfalls. Die Erneuerbaren sind durch den Ausbau natürlich angestiegen. Es gibt auch noch einen kleinen Anteil an mineralölbasierten Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen. Aber insgesamt zeigt sich, dass außer bei den Erneuerbaren
kein signifikanter Anstieg innerhalb von 10 Jahren erfolgt ist, was sich einfach darin widerspiegelt, dass der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sehr langsam voranschreitet im Vergleich zum Ausbau der regenerativen Energiesysteme Wind und Photovoltaik. Im Segment der Klein- und Kleinstblockheizkraftwerke zur Kraft-Wärme-Kopplung, zur Strom- und Wärmeerzeugung, insbesondere in einzelnen Gebäuden, in Häusern, in Wohnhäusern, zeigt sich ein heterogenes Bild. Wir sehen auf der X-Achse die Entwicklung über die einzelnen Jahre und den Absatz der Blockheizkraftwerke, also die Anzahl, unterschieden nach Nano-BHKWs mit einer elektrischen Ausgangsleistung bis 2,5 Kilowatt, Mini-BHKWs 2,5 bis 15 Kilowatt und sogenannten Mikro-Blockheizkraftwerken mit einer elektrischen Leistung von 15 bis 50 Kilowatt, das heißt also Nano-BHKWs, die in einem Einfamilienhaus eingesetzt werden können, Mini-BHKWs im Bereich von ein, zwei oder kleineren Mehrfamilienhäusern und dann Mikro-BHKWs mit der Leistung zwischen 15 und 50 Kilowatt, die in Mehrfamilienhäusern oder auch kleine Unternehmen eingesetzt werden können. Und was sich zeigt ist, dass der Markt zurückgegangen ist, was unter anderem auch an Fördermöglichkeiten dieser Blockheizkraftwerke liegt. Wir haben ein Maximum des Absatzes, des Zubaus in den Jahren 2013, 2014 gehabt, aber dann einen Rückgang, insbesondere der Mini- und Mikro-BHKWs, sodass wir im Moment bei einer Absatz von knapp 3000 BHKWs pro Jahr liegen. Das heißt also auch im Privatanwenderbereich ist der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung zurückgegangen, dadurch, dass es andere attraktive und günstige Energiequellen gibt. Im Neubaubereich in der Regel Wärmeversorgung über Wärmepumpen, Integration von Photovoltaik, sodass das Blockheizkraftwerk unattraktiv geworden ist in diesem Segment der Kleinst-KWK-Anlagen. Wir sehen nun typische Kennzahlen von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen aus. Hier dargestellt sind elektrischer Wirkungsgrad, die spezifischen Investitionskosten und spezifische Instandhaltungskosten von erdgasbasierten Blockheizkraftwerken in Abhängigkeit der elektrischen Leistung. Das heißt, das ist hier dargestellt auf der X-Achse in logarithmischer Skalierung die elektrische Ausgangsleistung eines Blockheizkraftwerks und dann in blau, die blaue Kurve stellt den elektrischen Wirkungsgrad dieser Anlagen dar von 15 bis zu 50%. Und auf der rechten Achse dargestellt einmal die spezifischen Investitionskosten. Was kostet ein Erdgas-BHKW bezogen auf 1 Kilowatt Leistung? Und dann in orange dargestellt, was sind die Instandhaltungskosten pro Jahr in Abhängigkeit der elektrischen Energie, die das Blockheizkraftwerk produziert. Dort eingeschlossen in diese Instandhaltungskosten sind auch Revisionskosten, größere Umbaukosten, über die Laufzeit des Blockheizkraftwerks, die mit 15 Jahren angegeben wird, in der Regel. Was man nun erkennt, ist, dass der elektrische Wirkungsgrad anwächst bei steigender elektrischer Leistung. Das erwartet man, dass größere Aggregate einen höheren Wirkungsgrad aufweisen. Die Gleichungen geben jeweils Annäherung an diesen Kurvenverlauf an. Man sieht Brüche in den Kurven, jeweils bei 10 und 100 und dann 1000 Kilowatt, was an der Datenerfassung liegt von der ASUE, die Hersteller abgefragt haben von Blockheizkraftwerken und darüber dann Preisindikatoren ermittelt und abgeleitet haben, sodass diese Formeln und diese Kurven entsprechende Brüche aufweisen. Bei den Kosten, auch das erwartbar, zeigt sich eine Reduktion der spezifischen Kosten in Abhängigkeit der elektrischen Leistung und auch die Instandhaltungskosten sinken mit einer steigenden Leistung. Auch das ist das, was man erwartet, dass größere Aggregate niedrige spezifische Instandhaltungskosten aufweisen, da die größeren Anlagen in der Regel durch ihre größere Nennleistung effizienter genutzt werden können und deswegen technisch aufwendiger sind, aber in Bezug auf die spezifischen Kosten natürlich günstiger sind.
Was auch zu berücksichtigen ist, dass neben den reinen Investitionskosten in ein Blockheizkraftwerk weitere Kosten zu berücksichtigen sind. Hierzu zählen zum einen die Einbindung des Blockheizkraftwerks in ein technisches System, in das Energiesystem eines Unternehmens zum Beispiel, hier in blau dargestellt. Das heißt also, um das Blockheizkraftwerk zu integrieren in das System, in die Stromversorgung und auch in die Wärmeversorgung, entstehen Mehrkosten. Diese Mehrkosten oder diese Zusatzkosten werden angerechnet auf die Investitionskosten. Das heißt also in diesem Fall bei einem Blockheizkraftwerk in Abhängigkeit der Leistung, also bei zum Beispiel 50 Kilowatt, lägen wir hier bei ungefähr 40%. Das heißt also, dass das Blockheizkraftwerk bei Investitionskosten noch weitere 40% dieser Investitionskosten sind aufzubringen, um dieses Blockheizkraftwerk in das Energiesystem des Unternehmens zu integrieren. Und was auch noch zu berücksichtigen sind, sind die Zusatzkosten für Transport und Abnahme. Das heißt, auch die werden noch auf die Investitionskosten aufaddiert, um das Blockheizkraftwerk an den Standort zu bringen und dort auch technisch abzunehmen. Diese Kosten sind auch wieder abhängig von der elektrischen Leistung des Blockheizkraftwerkes, sodass diese beiden Kostenpunkte ebenfalls berücksichtigt werden müssen bei der Planung und Integration einer Kraftwärmekupplungsanlage in einem Unternehmen oder in einem Quartier.